Jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen, das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat. Dass also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten, dass Leute 10 Jahre üben, wie verrückt, total fanatisch, für ein Konzert. Und dann sterben. Das ist das größte Kunstwerk, was es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf dieses eine, auf die eine Aufführung, werden 5000 Leute in die Auferstehung gejagt. In einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts, also als Komponisten. Ich meine, es kann sein, dass wenn ich Freitag aus Licht aufhöre, dass da ein paar Leute im Saal sitzen, denen das passiert, was ein alter Mann mir gesagt hat, vorige Woche, am Samstag nach der Aufführung, sagte, sagen Sie mal, 2,5 Stunden, da waren diese unglaublich tiefen Klänge, die wie Wolken über uns schwebten und sich bewegten die ganze Zeit, die segelten und dazu dann ganz schnelle Schüsse von anderen Klängen. Sagen Sie mal, was ist denn das für ein Orchester? Ich sage, gar keins. Ich sage, was? Wie haben Sie es denn gemacht? Sie müssen das doch irgendwie machen. Wer spielt das? Wer hat das gesungen oder gespielt? Ich sage, niemand. Ja, wie denn? Ich sage, mit Generatoren und Synthesizer. Ich sage, was? Da brauchen wir ja gar kein Orchester mehr. Ich sage, nein. Dann lief der raus, als ob der innerlich im Geiste gestorben wäre. Ich weiß nicht, was jetzt passiert mit dem. Und es waren mehrere Damen, die dann zu mir kamen und sagten, sagen Sie mal, was haben Sie denn hier? Ich sage, das ist ein Mischpult. Ja, wie geht denn das überhaupt? Da kommt das alles raus? Ich sage, ja. Ja, kann ich, haben Sie auch eine Partitur, ja? Kann ich die mal sehen, ja? Das sind Damen so zwischen 70 und 80 war auf einmal. Das war wahrscheinlich Abonnementspublikum fürs Bach-Festival. Die standen um mich rum. Ich sage, gucken Sie her, Sie können Noten. Ja, wir können Noten. Das kann das jemand verstehen? Ich sage, ja, das kann jemand verstehen. Man muss das studieren. Und so. Das war eine Explosion wie für die Menschen in New York. Bumm! Und ich weiß nicht, ob die jetzt woanders sind. Die da plötzlich so schockiert waren. Also es gibt Dinge, die gehen in meinem Kopf vor sich durch solche Erlebnisse. Ich habe Wörter benutzt, die ich nie benutze, weil das so ungeheuer ist. Das ist das größte Kunstwerk überhaupt, was passiert. Stellen Sie sich mal vor, ich könnte jetzt ein Kunstwerk schaffen und Sie wären alle nicht nur erstaunt, sondern Sie würden also auf der Stelle umfallen. Wir wären tot und würden wiedergeboren, weil sie ihr Bewusstsein verlieren, weil es einfach zu wahnsinnig ist. Dass manche Künstler versuchen doch, über die Grenze des überhaupt Denkbaren und Möglichen zu gehen, damit wir wach werden, damit wir für eine andere Welt so uns öffnen. Ich weiß nicht, ob das 5000 Wiedergeburten gibt, aber irgend sowas. Im Nu. Unglaublich.